Ich grüße euch erneut. Wie ihr seht, habe ich den Client mal auf Deutsch umgestellt. Und ja, ich würde sagen, labern wir nicht länger über die deutsche Lokalisierung. Wir stürzen uns gleich in das nächste Game mit demselben Deck nochmal. Das habe ich euch ja im ersten Part schon gezeigt. Ja, und wir fighten gegen den S-Boss 1-6. Ja, das ist immer das Geilste, die Namen der Gegner abzulesen. Ach du Scheiße, Weltenreinigung. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Zeitlöschung. Du zuerst. Wir fangen zuerst an. Ja, von mir aus behalten wir die. Ich bin nicht so der aggressive Mulligan-Nehmer. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob es auch Mulligan in Deutsch war. Ich glaube aber schon. Optionen. Optionen. Ha, finde ich irgendein. Ne. Teferi der Zeitweisende. Ja, klar, warum nicht? Dann lass mal oben drauf, ziehen wir hin. Ziehen wir nochmal. Die friedliche Bucht. Kein Zug, kein nix zum Spielen auf dem Zug 2. Komm auch mal an. So ein Tabland. Fibbelfib! Ein Fibbelfib-Deck. Was? Gehen unser Gegner auf eine Art Schwarz-Blau? Also möglicherweise ein Control-Deck? Fibbelfib? Hätte ich jetzt irgendwie da eher weniger drin erwartet? Wir hauen mal den Teferi raus, oder? Teferi ist halt gegen ein potenzielles Control-Deck ziemlich stark. Weil der Gegner dann keine Instants, also keine Spontanzauber mehr casten kann. Normalerweise hätten wir auch einfach unser Mana offen halten können und ne, absorbieren, spielen können, auf was immer er jetzt spielt, zum Beispiel diesen zaubergebundenen Lich. Okay, es scheint irgendeine Art, es könnte ein Reanimator-Deck sein, er hat ja so Cycler drinne und so. Also, ja, ist interessant. Agent des Verrats, auch eine Karte, die ich absolut nicht abkann. So, wie gehen wir jetzt vor? Wir könnten Gatwick spielen. Eine Karte ziehen. Wir können Absorb offen lassen. Wir können Teferi minus 3 machen. Dann. Ja, ich glaube. Na, obwohl, der hat halt. Das sind halt alles Karten mit einem ETB. Das ist immer so eine. So eine Sache, ob man die dann bounced, also zurück eben auf die Hand gibt, weil den ETB, also den Enter the Battlefield Effekt nochmal bekommt. Weil jetzt natürlich würde er in einen potenziellen Time Warp rein overextenden. Das Problem ist, wir bräuchten noch ein weißes. Wir bouncen einfach. Wir bouncen. Bouncen. Und dann holen wir Gatwick für 1. Automatisch, ja, gut. Kurzer Leck. Und noch kein Land. Ist ein bisschen doof. Wir haben noch eine Draw Phase. Also wir ziehen noch eine. Das Problem ist, dass es halt kein weißes Blut für Knochen. Opfer eine Kreatur. Oh. Ich dachte, es zieht da zwei, aber nee, das ist eine andere Karte. Oh, jetzt hat er unseren Tiff. Jetzt sehen wir ziemlich alt aus. Um ehrlich zu sein. Geheiligter Springbrunnen. Jetzt können wir nämlich keine Instants wirken. Das heißt, drei von unseren Karten hier sind schon mal komplett tot. Solange wie der Teferi da ist. Wir gehen einfach mal in Combat und greifen an. Wir ziehen auf Teferi mit dem Angriff. Ich bin gespannt, ob er blockt mit seinem Agent. Das wäre mir an sich beides recht. So ist der wenigstens weg, aber er hat wahrscheinlich noch 500.023 andere Reanimationskarten. Geheiligter Springbrunnen. Wir können eh keine Instants spielen, deswegen bringen wir den mal getappt rein. Noch ein weißes Land für Weltenreinigung, also Planar Cleansing. Wäre jetzt nicht schlecht an sich, damit könnten wir gleich den Teferi wegkriegen und was auch immer er jetzt spielt, zum Beispiel den Fibble. Ach ne, der heißt Fibble Sip auf
auf Deutsch, nicht für BFIP. TH, Leute, TH. Ah, guck mal, da hat er schon wieder den nächsten Agenten vorbereitet. Es wäre an sich schon gut, wenn wir den Teferi wegkriegen würden, ne? Damit wir, was auch immer er für einen Reanimator-Spell dann spielt, dass wir den countern können. Können wir die down tabben mit Blue Spells? Ist auch eine Frage. Wir könnten Opt spielen und. Oh, jetzt habe ich es gespielt. Das war nicht unbedingt der Plan. Tappen wir den mal down. Das ist nämlich auch eine Fee. Blau ist nicht unbedingt das, was wir brauchen, deswegen. Wir brauchen ein weißes Land. Möglichkeit. Schloss Ventress ist okay. Spielen wir mal. Ich dachte, ach, der. Also die Fähigkeit von Gatwick ist auch noch, also die ist irgendwie ist nicht so das Wichtige eigentlich. Das ist immer, wenn man einen blauen Zauberspruch spielen, also alles, was blau in den Mana-Kosten hat, das ist auch blau hier, dass wir was tabben können, aber jetzt wird er halt einfach jumpen mit Fibblefib. Das war jetzt nicht unbedingt so eine geniale Idee. Ihr habt auch gemerkt, es war ja unabsichtlich. Wir hätten aber Time Wipe spielen können oder was. Gatwick ist Legendary übrigens. Das heißt, wir können immer nur einen von denen haben. Wenn wir neun spielen, müssen wir einen opfern. An sich nicht so schlimm, weil wir ja neue Karten ziehen können. Okay, er kann jetzt wieder spielen, wie er Flash hat. Das ist die erste Fähigkeit von Teferi. So, ja, jede seiner Karten hat jetzt Aufblitzen. Ah, guck, und da ist er schon. Verrechnen. Verrechnen. Okay, jetzt, was nimmt er sich jetzt? Ja, klar, also. Der Typ ist halt auch noch schlau, ne? Er nimmt uns unser zweites weißes Mana. Ohne dass wir jetzt eine Time Wipe nicht spielen können, also Zeitlöschung. Sieht nicht so geil aus im Moment. Ventress Gargoyle, kann der schon, kann der im Moment blocken? Ne, kann nur nicht angreifen. Kann nicht angreifen, der kann nicht blocken, es sei denn, du hast vier oder mehr Karten auf deiner Hand. Sieht tatsächlich nicht so genial aus. Nicht viel anderes, das Gatwick spielen für zwei, gucken, was wir kriegen. Weißes Land vielleicht. Oh, hätten wir den alten behalten können? Es ist leider kein weißes Land. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Also das ist jetzt unsere Hoffnung. Weißes Land, Topdecken, Zeitlöschung spielen. Ein bisschen Zeit erkaufen, nicht wie in der letzten Folge. Oh. Ja, da wird es jetzt mit der erkauften Zeit ein bisschen schwierig, ne? Dracuset, Schlund der Flammen. Sieht man jetzt auch nicht jeden Tag. Vier Schadenspunkte und bis zu zwei anderen Zielen deiner Wahl. Okay, das ist eine Menge Holz, will ich mal sagen. So, das sind jetzt 10 Damage, die noch reinkommen. Also, es ist halt weißes Land oder Bast. Dann sind wir ziemlich am Arsch. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Einmal in meinem Leben. Weiß nicht, ob er Counterspells spielt, auf jeden Fall Counter Mana auf dem. Also, Counter. Neutralisieren. Teferi. Nicht unbedingt, was wir jetzt wollten. Können gucken, das wären. Wir können den zurückgeben, das sind. Drei Schaden, wenn der noch nicht angreifen kann. Mal gucken. Natürlich können wir jetzt auch noch weiß. Nee, kann weißes. Spielen obgleich, weil wir natürlich nicht als Instant spielen können. Ne? Da sagenumwobener Durchgang. Ja, das ist das, was wir gebraucht hätten. Spielen wir gleich mal. Und mal gucken. Mal gucken, ob wir den Zug überleben.
Ah, okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht, ne? Kann er jetzt angreifen damit? Nee, kann er noch nicht. Ist auch eine interessante Karte. Er macht wieder die Flash-Fähigkeit. Und der Wiederbelebung. Er will den Agent zurückholen. Mit dem Agent. Na, wir gehen mal kein Risiko ein. Jetzt kommt der Trick. Ha. Wir opfern den Durchgang. Zack. Und das ist ein Fetchland. Das heißt, wir können uns ein Basic, also ein Standardland aus unserem Deck suchen. Wir nehmen eine Ebene. Ah, na, jetzt habe ich mich selbst outplayed. Oh, ich bin ein Genius. Wir können ja überhaupt nichts in. Wir können ja gar keine spontan Zauber holen. No! No! Ja, gut. Da verdienen wir es aber auch nicht, ne? Ich hasse diese Karte. Ich hasse die. Ja, gut. So, das war jetzt nicht so genial. War auch nicht so lang das Game. Ich glaube, wir machen gleich noch eins in der Sandbox. Dovins Veto? Warum? Ich habe doch schon vier davon. Immer diese Gratiskartenbelohnungen. Wir machen noch eins. Das ging jetzt nicht so lange. War auch nicht unbedingt das ideale Showing. Zero Veil ist unser nächster Gegner. Ja, Gegner zuerst. Wir haben zwei Planar Cleansings. Das ist immer so eine Sache. Wir sind on the draw, das heißt, wir können potenziell noch irgendwas Gutes kriegen. Tempel der Geheimnisse, also eine Art Ramp-Deck wahrscheinlich. Möglicherweise wahrscheinlich irgendwas mit Nissa Who Shakes the World. Bin mal gespannt, wie er auf Deutsch heißt. Wir haben Absorbieren gekriegt, ist auch gut. Er hat wahrscheinlich. Wir bringen mal noch getappten Spiel. Also Schaden vermeiden. Also wahrscheinlich eine Wachstumsspirale, genau. Zieht was, Land. Das heißt, er hat dann vier nächsten Zug und dann Zug drauf 5 und könnte dann Nissa spielen. Und dann sollten wir irgendwas zum Neutralisieren offen haben. Aber jetzt können wir wenigstens noch Optionen spielen. Opt. Insel. Ja, nicht unbedingt das, was wir brauchen. Vielleicht ein Dual Land wäre noch besser gewesen halt. Oder was noch ein drittes White. Also ein drittes Weiß, eine Ebene oder sowas hier. Produziert. Wir spielen unser Land, geben den Zug ab. Nacht. Also ein Flash Deck. Ja, nee. Nee, danke. Hier wäre es natürlich wieder mal gut, wenn wir zeitnah einen Teferi kriegen würden. Das würde sein Deck ziemlich shut-offen. Ging auch gut, ne? Shut-offen. Er spielt jetzt einfach wieder so einen Ambusher oder so und wir haben diesmal keinen Counter dafür. Ist nicht cool. Gatwick für 1 ist aber jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ja, wir machen es aber. Die Flash-Karten, die er. Nee, wir zahlen 1 extra. Die Flash-Karten, die er hat, die können wir so eh nicht countern. Also brauchen wir auch gar nicht bluffen. Ja, ach, na. Ah, ja! Genau! Genau! Kragenechsen-Mystiker. Nee. Kein Fan von dem Flash-Deck, ganz ehrlich. Reanimator, das war noch ganz lustig. Eigentlich auch nicht. Ja, das ist wenigstens, ne, so ein, wie sagt man, ein Rogue-Deck. Also das, was man nicht unbedingt auf dem Plan hat. Kein Land für uns, nicht gut. Landdrops will man möglichst alle kriegen in einem Control-Deck, weil man ja, ne, Mana braucht. Da haben wir mal Mana.
Wenn jetzt Zeitlöschung spielen, hat er doch wieder irgendeinen Counter. Irgendwas kommt wieder. Mystic kann irgendwas neutralisieren. Ganz klar. Das heißt, wir fressen 8. Wenn wir Land ziehen, können wir es weiter versuchen mit Weltenreinigung. Gucken, ob das funktioniert. Optionen. Casten wir mal klar, vielleicht kriegen wir ein Land. Ah, guck, da ist das Land. Das heißt, wir können, wenn er jetzt was spielt, was wir mit Absorbieren countern können. Würde er aber nicht machen, er würde uns einfach klein angreifen. Ja, pff. Ja, warum auch rein overextenden, ne? Ja, das war auch irgendwie ziemlich... ach komm, eins machen wir noch. Wird dann halt eine längere Folge, aber... weiß nicht, irgendwie die anderen Versionen des Control-Decks haben bisher besser funktioniert. Meines White-Blue-Control. Habt ihr gesehen, im letzten Jahr habe ich ja ein paar Versionen. Aber wir machen es noch einmal, wir geben dem noch eine Chance. Mal gucken. Wir haben einfach nur Pech. Wer LL Lounge. Das ist unser nächster Gegner mit seinem Ajani Profilbild. Dreister Langfinger, auch klasse Name. Gemeiner Diebstahl. Gegner darf wie immer anfangen. Nicht unbedingt interaktiv. Aber ihr wisst, kein großer Mulligan-Freund. Das könnte einfach nur Izzet sein, also blau-rot. Es könnte Jeskai sein. Wieder Fibble-Fib. Fibble-Sip auf Deutsch. Warum? Habe ich irgendwas verpasst, dass die Karte auf einmal Meta wurde? Ich bin verwirrt. Ich dachte, es wäre eine Art Jeskai-Fire-Stack, oder könnte sein, oder Draw 2. Okay, es ist Grixis. Grixis Reanimator. Schon wieder? Das wäre ein bisschen seltsam. Weil man die so schon nicht so oft sieht. Mach mal Opt. Gatwick. Nee, unbedingt das, was wir wollen. Die Frage ist, was wollen wir eigentlich? Wir wollen Schloss Benetress und Teferi. Das war. Counter? Bestimmt. So wie der nachdenkt, hat er einen Counter. Achso, nee. Sieht schon mehr aus wie so ein Draw 2 Deck, ne? So. Mal sehen, ob er diese Draw 2 Payoffs hat. Das kann natürlich auch einfach nur ein Control Deck sein. Mit Fibble-Tip. Er hat auch das Fetchland. Mana Bases übrigens, also da gehen immer die Wildcards drauf, ne? Jedes Set muss man sie wieder upgraden. Okay, es scheint eine Art Reanimator Deck zu sein, er hat auch den Agent drin. Ah. Okay, das heißt, wir sollten eine Möglichkeit Mana offen lassen. Um noch ein Fibble-Fib. Jetzt muss er seinen alten Fibble-Fib? Ne, er behält den alten. Okay. Zu Schloss Ardental. Ardental. Schloss Vantress. Okay. Kommt getappt rein, weil wir keine Ebene kontrollieren. Das ist ein bisschen doof. Ah, wisst ihr was? Ziehen wir einfach. Wir hätten erst ziehen sollen, dann Land spielen. Das ist immer auch so eine Regel. Erst ziehen, dann Land. Wenn man irgendwas hat, mit dem man ziehen kann. Hätte man nämlich den Springbrunnen spielen können und dann nächste Runde das untappt. Das wäre schon wieder ein bisschen tighter gewesen. Tighte Plays. So, mein Zug. Er sandbagt. Also er benutzt sein Mana zurzeit nicht. Immer die friedliche Bucht. Was uns natürlich entgegenkommt, wenn er nichts macht in seinen Zügen. Mit Fibble Sip. Allein macht er nicht viel Optionen. Das ist die gleiche Karte, die wir hier mit dem Piraten drauf haben, hat der halt mit einem anderen Artwork. Ich habe das Deck nicht wirklich angepasst im Sinne von Artworks bisher.
Müsste ich eigentlich mal machen. Ja, ah, guck, da ist wieder unser Drachenfreund. Aber wir haben jede Menge Countermagie. Deswegen sind wir erstmal noch sicher. Und können weiter unser Board entwickeln, wie man so schön sagt. Oh, Hedonist von was? Bitte? Ein Hedonist von Rixmari. Ins Spiel kommen, wirf eine Karte ab und ziehe dann eine Karte. Das ist Spektakel, wirf stattdessen alle Karten aus deiner Hand und ziehe dann drei Karten. Hat er denn jetzt mit Spektakel gespielt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Verrechnung? Wirft er seine Hand ab? Nope, nur einen Agenten. Hat auf jeden Fall jetzt Reanimationsziele im Yard. Das sind beide vier. Dreister Landfinger einfach so. Damit können wir immer noch irgendeinen diesen Drachen oder so bouncen, deswegen will ich ihn nicht unbedingt schon ausspielen. Gehen hier mal plus 1. Wenn wir es können. Und Ebene. Ebene, 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 Ebene. So. Bin gespannt, wann er den Trigger auf den Reanimations-Spell zieht, also pullt, sagt man. Also wann wird das raushauen? Teferi, nicht so schlimm, wir haben noch einen in der Hand. Ich habe jetzt nicht aufgepasst beim letzten Mal, als wir gegen das Deck gespielt haben am Anfang der Folge, ob sie diese Wiederbelebungskarten, ob die Instant Speed waren. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal so eine Weltenreinigung spontan machen, könnte man natürlich ins Messer laufen. Das wäre nicht so toll. Das gleiche könnte passieren, wenn wir jetzt unsere Länder aktivieren, um halt einen Token zu machen oder was. Ich riskiere es mal. Machen den Mensch. Zack. Okay. Ja, ne? Land spielen. Neun Teferi spielen, warum nicht? Okay, zieht wieder. Ich gebe ihm einfach mal seinen Dude zurück. Warum nicht? Kann er halt eine neue Karte ziehen. Aetherböe. Warum ist. Ja. Die ist auch immer da, wenn man sie nicht braucht. Die geht. Obwohl, ne, rot und grün. Ja, never mind. Vielleicht können wir damit was anfangen in dem Game. Ja, er holt seinen Viech zurück. Das kann mir Wurst sein. Für irgendwas Wichtiges haben wir immer noch Counter-Mana offen. Das ist immer so eine Sache, die man, wenn man Control spielt, sich überlegen muss. Lässt man Counter-Mana offen? Um irgendeinen Haymaker, irgendeinen Playmaker, keine Ahnung, irgendwas zu countern. Er zieht relativ gut durch sein Deck. Die Hälfte ist schon weg. Der deckt eher aus als wir. Ah, guck, da ist er. Bund der Wiederbelebung. Etablieren machen wir darauf nicht. Wir nehmen. Machen wir einfach absorbieren. Zack. Weg. Ist eine Hexerei. Gut. Also die kann er nicht instant spielen. Ich, das konnte er das. Der andere hatte auch dieses, wo er eine Karte opfern musste. War die instant? Also Spontanzauber? Ist natürlich, wenn man. Das ist auch wieder so ein Vorteil für den Gegner, wenn man selber nicht allzu vertraut mit den Karten ist, also die das Deck spielt. So. Ah, gucke mal, der Agent. Wieder einen Dreckkörper, gleich einen billigen Essenz fangen. Counter raushauen und sogar noch einen Token. Einen plus 1 Counter. Zählmarke auf Deutsch, nicht Zählmarke. Auf unseren kleinen Menschenfreund legen. Mach mal gleich noch so einen Menschenfreund hier. Mach mal eine Wand von Menschen. Sie wird dann unter dem Bus, nee, vor den Zug. Hat man letzte Folge, glaube ich, schon. Vor den Zug schmeißen. So, geh mal wieder den Zug ab. Na, warum angreifen? Wir spielen Verteidigung.
Wir haben noch eine Absorbieren bekommen für seinen nächsten Reanimator-Spell, wie es auch so schön heißt. Er überlegt. Blut für Knochen, genau. Genau den meine ich zum Beispiel. Das ist auch eine Hexerei. Instant Speed Reanimator. Das ist ein bisschen hart für Standard, würde ich denken. Hat er noch einen? Wir haben noch einen Counter. Yep. Jetzt sind wir out of Counters. Das heißt, wenn er jetzt noch einen hat, dann sehen wir langsam, kommt er auf jeden Fall durch. Sei denn wir topdecken jetzt. Wir haben auch noch das Dobbins Veto. Wie auch immer das auf Deutsch heißt, wahrscheinlich Dobbins Veto. Oder Veto von Dobbins. Und Land ist nicht unbedingt das, was wir jetzt brauchen. 12 ist so der Breakpoint an Land, wo wir dann eigentlich mehr als genug Land haben für das Deck. Wir haben jetzt 4, 5, 10. Ja, guck, Opt. Ja, Blut für Knochen hat er doch noch einen. Ja, das können wir jetzt wohl nicht verändern. Mal gucken, was er bringt. Den Agenten. Mit dem Agenten würde er unseren Teferi nehmen wollen. Das finde ich nicht gut. Was machen wir? Wir könnten als Antwort drauf Weltenreinigung spielen. Das Board wipen, das wäre weg. Unser Zeug wäre auch weg. Teferi wäre weg. Wir könnten eine bleibende Karte wahl, die kein Land ist, deren Gegner kontrolliert. Das können wir also auch nicht machen unbedingt. Ich will, wenn er den Teferi klaut, das ist nicht gut für uns. Moment, wir lassen ihn den nehmen. Und dann, wenn wir wieder dran sind, benutzen wir Dreister Langfinger, weil er ihn ja jetzt kontrolliert und geben ihn auf unsere Hand zurück. Und er hat nicht genug Mana, um den Hardcasten zu können, also ist das nicht so schlimm. Ja, er darf jetzt eine Karte ziehen, ja, das ist tragisch. Ah, guck, da ist wieder der Lich, den gab es auch schon im ersten Reanimator-Match. So, es wechselt wieder zu unserem Zug, benutzen wir noch unser Mana für einen Token. So, wir hatten gesagt, wir machen gemeiner Diebstahl. Zack. Und uns den Teferi zurück. Spielen den wieder. Und ja, bringen wir den mal dem zurück. Das kann mir eigentlich auch Wurst sein. Ob er noch eine Karte zieht, hauen wir die komische. Hier ist das sagenumwobener Durchgang. Fabled Passage. Hau mal raus, damit können wir wieder das Planar Cleansing anfaken. Ne, können wir nicht. Wir haben nämlich minus 3 gemacht, nicht plus 1. Ja. Wir können Aetherbö spielen und den zurück auf die Hand geben. Kann er wenigstens nicht angreifen. Und Kollateralschäden verursachen. Würde er jetzt mit dem Agenten angreifen, möglich. Kann noch sein Licht wieder ausspielen, oder? Er ist Licht. Zauberbuch gebundener Licht. Okay, ne, er hat einen neuen Reanimator-Spell. Wieder der Agent. Also, die lieben diesen Agenten. Und er hat noch einen in der Hand. Sag mal, Moment. Bringe eine und bringe dann eine auf deine. Broken. Ist das Broken? Meine Freunde, Broken nennt man das. Okay, mein Zug. Benutzen die Passage, um uns. Ne, Durchgang. Fabled Passage auf Englisch. Um uns. Ja, guckt euch diese Inseln an. Zu holen. Zack. Gatwick! Ist ein guter Draw. Damit können wir ordentlich unsere Hand jetzt wieder auffüllen. Wie viel wollen wir reinpayen? 3 für die Kosten und dann 4, 5, 6, 7, 8 könnten wir ziehen. Ziehen wir mal 5. Ah, Länder, Teferi.
Weltenreinigung. Wir gucken mal, ob er in eine Weltenreinigung eine potenzielle rein overextendet. Also wenn er jetzt noch den hier spielt, nochmal den. Ja, wir haben 29 Leben, wir halten schon noch ein bisschen, ein paar Angriffe von dem aus hier. Okay, er klaut uns was. Den Gatwick, ja. Das dachte ich mir. Was jetzt? Greift er an? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ah, natürlich. Zauberbuch gebunden. Lich ist Tomebound Lich, also Tome wie das Zauberbuch. Ja. Klasse Übersetzung. Ich sollte Übersetzer bei Magic sein. Ich könnte das. Finale der Offenbarung. Cool. Coole Sache. Brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Wir, aber Weltenreinigung, zack. Wir sandbaggen mal, wie man so schön heißt, unseren Teferi. Das heißt, wir hätten ihn spielen können, aber der wäre dann gleich wieder unter den Drachen gekommen. So. Er hat keinen Haste. Gibt dieser Reanimation-Zauber Haste? Tatsache, Eile. Auf Deutsch. Dass sie sofort angreifen kann. Normalerweise müssen die eine Runde warten. Also Kreaturen, wenn sie reinkommen. So, wir benutzen mal Hellsicht. Absorbieren ist schön. Hätte ich gerne. So, friedliche Burg. Nee, Castle. Das Castle. Das kommt angetappt. Haben wir jetzt eine Weltenreinigung für den einen Dude? Ach komm. Wir haben es ja. Noch den Teferi raus. Plassen den. Haben immer noch Mana offen für zum Countern, wenn er wieder irgendwas Geniales raushaut, wie den hier, Dracuset, der 523. gefühlt. Es ist aber nur der zweite. Wie sieht es eigentlich aus? Mein Zug. Sets fangen. Dann kann man Creature Spell. So einen Kreaturenzauber neutralisieren. So, ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig. Es geht jetzt halt mehr oder weniger Top-Decken. Wir könnten das Finale spielen, aber warum eigentlich jetzt? Wir können es ja eigentlich rausziehen. So lange wie wir können. Optionen. Ja, warum nicht? Man muss ja nichts überstürzen. Wir könnten aber den Langfinger. Eigentlich können wir schon ein bisschen was überstürzen, dann wird die Folge nur noch länger. Oder ich teile sie halt. Plus, zack. Man kann fast alles immer aufheben, sich in dem Deck und dann am Ende des gegnerischen Zugs noch ein paar Sachen raushauen. Beispiel jetzt, Ende, er will seinen Zug beenden. Optionen, ja, kommen neue Optionen, zack. Hellsicht. Ja, warum nicht, ne? Mach mal noch einen 1-1. Seht ihr, das ist, wir haben kontrolliert, wir haben Sachen gecountert, Sachen gewiped, alles kaputt gemacht, was er hat. Und jetzt hauen wir hier rein, machen Schaden. Haben Lockkarten, auch wenn das gegen sein Deck jetzt nicht so wichtig ist. Oh, verwesener Regisaurus. Und er gibt auf. Er hat's gesehen. Da kommt nichts bei rum. Und wir haben gesiegt. Ja, yay, Daily Wins. Yay, Eisenwurz Kriegsfürst. Beste Karte aller Zeiten. Nope, eher nicht. So, aber das war's dann auch. Erstmal wieder. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns. In einer neuen Folge Magic, vielleicht was anderes, keine Ahnung. Mal gucken, wie mir die Muße geht. Sagt man das so? Stimmt.
Bis bald.